Okay, hallo Leute, wir sind wieder da mit Helios und Mr. Cody. Richtig, ich bin auch wieder am Start. Genau, er ist auch wieder am Start und wir spielen diesmal weiter. Genau. Und zwar Portal 2. Und der Typ ist immer noch am Labern. Genau, er labert einfach. Hören wir nochmal einen Satz zu, mal gucken gleich. Einmalig. Es wäre eine Schande, den Anblick zu verpassen, nur wegen dem ollen Nervengift. Das ist morgen auch noch da, aber der Vogel, der ist gleich verschwunden. Schau, mit einer Kralle hat er sich schon von seinem Ast erhoben. Er guckt sich den Vogel an. Ja. Ich sag dir was. Gut. Das wird dann ziemlich lange machen. Ja, also während er da jetzt weiter den Computer hackt. Genau. Würde ich sagen, wir kümmern uns selber um das Problem. Genau. Wie tun wir das? Aha, Nervengift da ausstellen. Wir hacken es. Gucken wir mal da hinten. Ja. Gibt's tolle Portals. Richtig. Du bist gerade an einem Laser vorbeigelaufen. Ich bin gerade an einem Laser vorbeigelaufen. Richtig. Wo ist denn der Laser? Tja, wo ist der wohl? Da ist der Laser. Richtig. Richtig, da ist er. Guck mal. Ein toller Laser. So. Ich hoffe, dein Aufnahmeprogramm läuft noch. Kannst du kurz aus. Ja, ja, das läuft. Dort läuft. Guck mal hier. Bist du nervig? Wow. Warte, die Nervengiftwerte gehen zurück. Was es auch ist, mach weiter damit. Warte, irgendwas stimmt nicht. Nervengift ist wieder ne? Auf 50%. Nein, runter. Entschuldige, mein Fehler. Runter auf 50%. So ist es gut. Weiter so. Nervengift ist das. Und ich befinde mich direkt in seiner Nähe. In dessen Nähe. Guck mal, jetzt habe ich sie da verpasst. Ja, fehlt noch was, ne? Ja. Da hinten muss ich hinziehen, aber ich kann ja zoomen. Das ist ganz praktisch. Es hat geklappt! Nervengift bei 0%! Ja! Nervengift auf 0%! Oh, und jetzt? Oh oh, Alarm! Guckst du doch mal an, Nervengift! Du verpasst immer das Beste! Ja, ich denke, ich muss fliehen! Ich denke, ich kaputt oder sonst was. Wie man das auch anderen spielen kennt. Oh, kaputtes Nervengift. Weiter geht's. Jo. Los, wir müssen hier weg. Hey. Ja, los. Weiter. Soll ich mich reinsaugen lassen? Okay. Durch die Achterbahn hindurch. Jetzt geht's durch die Röhre. Oh mein Gott. Türme sind ausgestellt, Nervengift ist ausgestellt. Also ich meine, was kann uns jetzt noch bedrohen? Lados? GLaDOS? Ja, was will der machen ohne Nervengift und Türme? Ich weiß ja nicht, uns einsperren, uns nicht weiterkommen lassen. So müssten wir direkt zu ihr gelangen, aber wir wollen mal schauen. Dass ich das noch erleben darf. Vielleicht ist aber auch eher böse. Ich wusste, das macht Spaß. Die haben mir gesagt, das wäre total langweilig. Und ich habe das auch noch geglaubt. Ach, ich liebe es. Das ist genial, wie wir durch die Röhren durchfliegen. Also, wir fliegen jetzt genau zu GLaDOS. Das ist riesig hier. Wir sehen nur die oberste Ebene. Das geht noch meilenweit runter. Vor Jahren alles verriegelt. Wir müssten bald da sein. Oh, ich bin so gespannt auf Ihren Gesichtsausdruck. Kein Nervengift, keine Türme. Die Anlage ist echt riesig. Warte, warte. Womöglich habe ich den nächsten Teil nicht bis zum Ende durchdacht. Oh oh. Oho. Falsche Richtung. Geh zu ihr, ich komm nach. Er kommt nach. Wir dürfen vorgehen. Ja. Das ist wie bei Black Mesa. Geht genau. Vor, ich trau mich ja, nicht hin. Genau. Der Spieler hat immer. Ja. Den schwierigen Part. Richtig. Ja, aber sonst wäre es auch nicht so lustig. Ja, klar. Ja, mal gucken, was jetzt GLaDOS macht. Okay. Ohne Nervengift. Ohne Türme. Und ohne Türme. Ich höre auch GLaDOS eigentlich nicht mehr, irgendwie. Wo auch immer GLaDOS sich zu verstecken. Okay, hier ist nichts. Hier also, es ist nicht. Nicht guck dir das mal an. Das ist die Kammer. Das ist immer. Also, wir sind in Portal 1 schon mal hingelaufen, ne? Aha. Wir sind am Anfang von dem Spiel schon mal hin zu ihr gelaufen, als wir sie aktiviert haben. Also, das ist ihre Kammer. Ne? Siehst okay. Du diesen, das ist das große Ding, ne? Okay. Ja. Die wollen wir jetzt hacken. Ja. Ja, hopp. Junge, du bist wieder echt wie so in dem Unfähigkeitsmodus, ne? Wo du vergessen hast, dass du deine Portale nutzen kannst. Ja, aber ich weiß ja nicht, wo ich hin soll. So hier. An Lichter und so. Ah, guck mal hier. Aha. Ist ja auch total unauffällig. Ja. Okay, ich werde auch richtig fallen. Zack. Oh, guck mal da eine Tür. Was steht da drauf? Guck mal. GLaDOS Emergency Shutdown. And Cake Dispensary. Also da gibt's Kuchen und wir können GLaDOS abschalten. Ist das nicht geil? Wow. Ja, scheiße. Ich dachte wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Tatsächlich wartet nach ja. Diesem Kinderspiel eine noch viel größere Herausforderung auf dich. Thank you.
Hätte ich gewusst, wie leicht man dich ködern kann, hätte ich ein Stück Speck an einem Seil von der Decke hängen lassen. Oh nein. Oh nein. 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 Das war wirklich reizend. Aber jetzt kommen wir zur Sache. Guck mal, jetzt gehen wir wieder am Anfang. Ja, wieder diesmal so weit hast du hoffentlich mehr zu bieten als eine Portalkanone. Andernfalls bist du die längste Zeit der Präsident des Clubs der Lebendigen gewesen. Haha. Haha. Aber im Ernst, mach's gut. Die Lache. Guck mal, das sind deine Türen. Ja. Das ist meine Chance. Das ist Du warst beschäftigt. Ja, wir waren beschäftigt. Ja, wir könnten natürlich hier rumsitzen und einander anstarren, bis jemand tot umfällt. Ja, wir würden als erstes tot umfallen. Ja. Dein alter Bekannter, tödliches Nervengift. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt für eine Weile die Luft anhalten. Oh, tödliches Nervengift. Guck mal, da kommt schon. Ja, das tödliche Nervengift. Ich hasse dich so sehr. Warnung, zentraler Kern zu 80% beschädigt. Seltsam, ich fühle mich gar nicht defekt. Ich fühle mich sogar ziemlich gut. Alternative Kern. Oh, die sprechen über mich. Schließen Sie den Ersatzkern an, um den Kerntransfer einzuleiten. Kerntransfer? Ersatzkern akzeptiert. Ersatzkern, bereit für den Transfervorgang? Jetzt wird er mich wohl quälen. Beschädigter Kern, bereit für den Transfervorgang? Nein. Transfervorgang kann nicht fortgesetzt werden. Ja, Außer ein PAD-Mitarbeiter ist vor Ort, um die PAD-Auflösungstaste zu drücken. Außer ein PAD-Mitarbeiter. Lass mich drin, hol mich raus. Nicht. Ja, los, mach es. Drück nicht den Knopf, du weißt nicht, was du tust. Ich glaube, sie lügt. Soll ich einen Knopf drücken oder nicht? Oder soll ich ihn rausholen? Aber ich habe, glaube ich, keine andere Wahl, als außer einen Knopf zu drücken. Taste. Wow. Denk darüber nach. Nur autorisierte Personen dürfen diesen Knopf drücken. Du bist nicht berechtigt dazu. Hör nicht auf sie. Ja, stimmt, du hast keine Berechtigung dazu. Aber du hast etwas viel Wichtigeres, nämlich einen Finger. Und damit drückst du den Knopf. Täuscht Autorisierung vor. Das kommt auf die Liste deiner Zuwiderhandlungen, die ich erstellt habe. Besser gesagt, die ich noch erstelle. Denn du hörst einfach nicht auf damit, obwohl ich es dir befehle. Hör übrigens auf damit. Okay, dann werden wir da reinjumpen. Oder sind wir nicht schnell genug? Aber falsch ist, wenn ich mich abgelenkt habe, haben wir den Knopf gedrückt. Nutze den Moment der Verwirrung und drück auf den Knopf. Los, drück auf den Knopf, Helios. Drück auf den Knopf, Helios! Gesagt, was ich an dir ganz besonders schätze. Also als erstes deine Oh mein Gott! Ich liebe es, wie du Probleme drück auf löst, den Knopf! Besonders in Diskussionen und zweitens, wie du Knöpfe drückst. Drück doch einfach auf den Knopf! Ist doch nicht schwer, ja, das dabei. Ist eigentlich nicht schwer, aber ich komme einfach nicht durch! Wir sind ja seine Portale vergessen hat. Bei unserem ersten Treffen dachte ich, das ist doch meine Frau, die so richtig gut auf Knöpfe drücken kann, wenn es drauf ankommt. Sie hat ungeahntes Potenzial von Natur Potenzial, aber auf Knöpfe zu drücken. Die einfach nur Knöpfe fällt dir was auf? Ach so, okay. Oh. Ich habe gedacht, die werden alle gleichzeitig. Jetzt schießt sie rein. Bleib nicht in der langweiligen Zone. Zurück zur Kerntransferstation. Los geht's! Warte, und wenn los das wehtut, wenn das richtig wehtut, oh, daran habe ich nicht gedacht. Oh, glaube mir, das wird es. Sagst du das jetzt nur, das tut wirklich weh? Das sagst du nur so, oder? Du willst nur, ich meine, das tut wirklich weh, oder? Wie schmerzhaft genau wird es? Hände weg von mir! Nein! Stopp! Nein! Nein! Hände weg von mir! Nein! Jetzt wird sie auseinandergelegt. Da ist Mitte jetzt. Schau dir das an, nicht schlecht, was? Riesiger Roboter, gewaltig. Bin ich nicht furchteinflößend? Oh, ja, der Fahrstuhl, den rufe ich jetzt. Fahrstuhl, komm! Guck mal, da kommt der Fahrstuhl. Wie klein du doch aussiehst da unten. Ich kann dich kaum erkennen. So unwichtig und bedeutungslos. Ich habe immer gedacht, wie cool es wäre, wenn ich das alles kontrollieren könnte. Und man, ist das cool! Konfetti! Hast du das gesehen? Ich bin ein verdammtes Genie! You are using this translation software incorrectly! You are using this transmission software incorrectly!
Oh, tut mir leid, der Fahrstuhl. Ich bin so vergesslich. Dieser Körper ist einfach nur eine Wucht. Unfassbar, wie klein du bist. Aber ich bin riesig. Oh, jetzt mutiert er. Jetzt wird er böse. Sag mal, warum müssen wir ausgerechnet jetzt von hier abhauen? Weißt du eigentlich, wie gut sich das anfühlt? Ich war das. Der winzig kleine Weekly hat das gemacht. Es war alles ihre Schuld. Du hast nichts getan. Ach echt? Das glaubt ihr zwei also? Dann muss ich wohl was unternehmen. Das ist doch nicht tot. Nein, nein, nein. Freu dich mal nicht so grausam. Weißt du, was du bist? Egoistisch. Was ich alles geopfert habe, um uns hierher zu bringen. Und was hast du gemacht? Nichts. Nada. Du kommandierst mich nur rum. Und jetzt? Wer ist jetzt hier der Boss? Wer ist der Boss, hä? Das bin ich. Ah! Ding! Siehst du? Das ist eine Kartoffelbatterie. Ein Kinderspielzeug. Okay. Jetzt lebt sie darin. GLaDOS ist in einer Kartoffelbatterie. Unglaublich. Ja. Okay. Nein, ich höre gar nicht zu. Es war deine Stimme. Nein, nein, du lügst, du lügst. Bereit? Jetzt bin ich wieder gefangen. Und jetzt wird gefallen. Du Scheiße. Ob ich das überleben? Ist. Also das wird ein ziemlich tiefer Jump. Ja. Letztens bin ich ja drauf gegangen. Guck mal. Das Logo hat sich verändert. Ja. Das ist das alte Logo. Der Sturz, Teil 6. Na, wie läuft's? Guck mal, da fällt die Kartoffel mit uns. Kann sie mich nicht mehr ärgern. Guck, da überholt sie uns. Gut, mein Scheinapplausprozessor hat überlebt. Jetzt zieh dir mal rein, gleich steht an der Wand, wie tief wir gefallen sind. Das ist ganz interessant. Guck mal da, wie viel. Oh, da kann man schlecht lesen. Doch, kann man gut lesen. 3000 Meter. Ja. Aber da uns sonst nichts beschäftigt, hier eine ziemlich tiefes Loch, ne? Hm. Er ist kein gewöhnlicher Schwachkopf. Der ist an 3200 Meter. Ich glaube, das waren 500, oder? Ah, ne, 3170. 3600. Und du hast ihm eben die gesamte Anlage anvertraut. Gut, geht noch. Nur für den Fall, dass dieses Loch doch nicht unendlich ist, könntest du vielleicht einen deiner Stiefel ausziehen und mich hinein. 4000 Meter? Also, du weißt, warum das Kapitel jetzt Sturz heißt. 4400 Meter. Oder? 4200, glaube ich, oder? Doch nicht endlos. Ja, wäre vielleicht endlos gewesen, wenn ich nicht in Holzbalken hineingestürzt wäre. Krass. Wir sind gerade knapp 4 Kilometer in die Tiefe gestürzt. Und sind nicht gestorben. Na, wer weiß. Ob das das Ende vom Let's Play ist. Ja, das wäre sehr traurig. Ja. Aber nein, es geht weiter. Oh, guck mal, der Vogel. Ja. Mit der Kartoffelbatterie. Weg ist die Kartoffelbatterie. Weg ist GLaDOS. Wow, yeah. Tja, scheiße. Jetzt. Aber das Geile ist, wir haben jetzt keiner mehr, der uns sagt, was wir machen müssen. Jetzt können wir tun lassen, was wir wollen. Richtig. Wir können uns auch da jetzt ans Feuer setzen, ein schönes Bratwürstchen braten. Genau. Hm. Und eine schöne Bratkartoffel. Ja, aber die ist gerade weggeflogen. Ist weggeflogen. Ja. Okay, dann guck ich mal weiter, wo es vielleicht lang gehen könnte. Ich meine, wir haben immer noch das Portalgerät. Der Depp von Weedley hat uns das Portalgerät nicht weggenommen. Ja. Was ein Idiot. Wow, wow, wow. Hier funktioniert es auch nicht, nur in weißen Platten. Da kann funktionieren. Okay, wo muss ich hin?
irgendwo eine weiße Platte in Sicht. Guck mal, da kann ich reinzoomen. Und da klingelt der Timer. Und da klingelt der Timer. Ja, wir werden dann wohl beim nächsten Mal herausfinden, wohin wir kommen, wohin wir landen, was wir erleben werden. Wenn es wieder heißt, ein Let's Play von Portal 2 mit Helios und Cody. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.